Und da geht es wieder weiter. Ich muss mal eben schauen, ob die Aufnahmen so okay sind, weil ich habe hier, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, habe ich keine Fraps-Zahlen mehr da oben. Heißt so viel wie, ich habe keine Ahnung, ob es aufnimmt oder nicht. Das müssen jetzt einfach eingehen. Das liegt jetzt irgendwie so am Spiel, dass die ersten paar Folgen da ständig hier die Zahlen zu sehen waren. Nochmal, sorry dafür, konnte ich nicht ahnen. Aber das soll jetzt nicht mehr vorkommen. Werde ich halt immer so auf gut Glück. Mal schauen, ob das hier funktioniert. Und, danke für den Tipp übrigens. So. Jo, was gibt es zu erzählen? Nischt. Langweilig. Nein. Ja, wie gesagt, die Aufnahme wird kurz. Ich versuche hier trotzdem noch ein kleines Stückchen weiterzukommen. Und mal ein wenig herauszufinden, was hier eigentlich los ist in dem ollen Hotel. Keine Ahnung. Also, ich denke mal nicht, dass man extra dazu erwähnen muss, dass man irgendwie bereits am Anfang die Vermutung hat, dass es sich hierbei um lauter Geister und so ein Zeug handelt. Also um tote Menschen, die nicht ganz so tot sind, wie sie sein sollten. Vielleicht irgendwelche Geister, die sich an irgendjemand oder irgendetwas rächen wollen. Wer weiß? Ich weiß es nicht. Wir werden es zusammen rausfinden. Und hoffentlich werde ich nicht irgendwie dabei krepieren, wenn ich erschrecke oder sonst was. Okay, wir haben einen Haken erhalten. Eine seltsame Halskette mit einem hakenförmigen Anhänger. Dies sollte sich als Haken verwenden lassen. Warum auch immer. Ach nee, hier haben wir ja noch was gebraucht. Gehen wir mal zurück zur Lobby, zurück zum Hoteleingang. Hier ist nichts. Ach, hier können wir noch was suchen. Hua! Hello again, darling. Come to admire the view. It wasn't always a lake, you know. Once it was a beautiful town, but then the dam collapsed. I often come here myself, especially on a night like this. See how clear the water is? You can still see the rooftops. Can you see the tower over there? That was our church. Our house is just a few steps away. I mean, it was. We had the biggest, most beautiful residence in the whole town. Every woman was jealous of what I had, and I liked it that way. Oh, good times. Oh my, look at the time. I'm afraid you have to excuse me. There are other landmarks that I would like to visit as well. See you soon, dear. Ja, bitte nicht. Okay. Die Ziele sind immer noch die gleichen, das heißt, das hat jetzt nichts. Das hat jetzt irgendwie nichts gebracht, außer dass ich mich ein wenig erschreckt habe. Ich krieg wirklich die Krise, sobald hier irgendjemand ins Bild kommt. So, wo haben wir das Auge? Da! Da ist es ja. Ach so, ich Blödkopf. Kann ja erstmal so schauen. Ah, ja, wie die mich kirre macht, die Frau. Ja. Wollen wir mal sehen. Ich denke mal, wir kriegen hier noch eine Klaviertaste, weil hier unten noch eine angezeigt wird. Von wegen, such mal. Oh, mein Herz, mein armes kleines Herz. Hallo? Ich finde hier gar nichts mehr. Ich bin total durcheinander gerade.
du. Farbklecks. Ja, finde das. Und ich finde es nicht. Was ist denn los? Ach, da ist die Schere. Eine Eidechse und eine Klaviertaste. Klaviertaste? Was ist denn das für eine Musik im Hintergrund? Die macht mich total kirre. Hört sich an wie so in einem Horrorfilm, kurz bevor irgendwie der Meuchelmörder um die Ecke geschlichen kommt. Auch ein Tipp. So. Heute verbrauche ich die Tipps aber auch hier. Jo, sag ich doch. Noch eine Klaviertaste. Wuhu! Zurück. Nochmal zurück. Straße zur Stadt. So, Fräulein. Was ist denn los hier? Thanks for getting here so quickly. Look, normally I wouldn't ask anyone to search the ruins. Part of the town is flooded and they say the place is haunted. But a few months ago, this strange man came to town. He was wandering around for days. You know, like he was searching for something. I was too afraid to talk to him back then. But now I realize we could use any help at all. After all, he could know something, right? I haven't seen him recently, but I hope he's still around. We should look for him and for any other clues to what's going on. Alles klar. Denke mal. Müssen weiter zur Stadt. Ich muss die Ruinen der Stadt nach Hinweisen zu den Vorgängen durchsuchen. Okay. Forsche für die Entdeckung der Stadtruinen. Ja, tolle neue Trophäe. Ach so, die Trophäen. Ich kann euch das noch zeigen, was damit geschehen wird, beziehungsweise was damit passiert. Aber jetzt hier erstmal gucken. Evacuation Notice. Mandated Evacuation Order. Mein Englisch ist halt wunderbar. All frequency broadcast. A list of evacuation centers will be updated hourly on all radio frequencies. Ja. Ne? Eine Liste von Evakuierungszentren wird stündlich über das Radio bekannt gegeben oder so ähnlich. Mal weiter zur Hauptstraße. Ach, das ist hier doch die Stelle, die wir in unserer Vision gesehen haben. Okay, mal sehen. Huch. Hier steht etwas, aber vor lauter Rost ist nichts zu erkennen. Oh, was für ein Zufall. Wir haben einen Rostentferner dabei. Bäm, zack. Interessant. If you want to learn a secret, the answer is hidden in numbers. Okay. Wenn du ein Geheimnis herausfinden willst, die Antwort ist in Zahlen versteckt oder so. Ja, interessant. Also ich... Kann ich hier? Hallo? Kein Freizeichen? Na supi. Ein Münzeinwurfschlitz. Ach was, wer hätte es gedacht? Ja, hier können wir anscheinend noch nichts tun. Das Wasser muss unter den Asphalt gekommen sein. Okay. Danke, aber ich brauche gerade keinen Tipp. Ich will das hier selber rausfinden. Hier war doch noch... Wohin gehe ich jetzt? Tierhandlungs... Huch. Gehen wir mal zum Tierhandlungsfenster. Anschauen. Bestimmt hat man die Tiere vergessen, als der Ort evakuiert wurde. Ja, sieht man hier schön Skelettos und... Ja. Ich habe für heute genug von Wasser und Strom. Ich habe das Gefühl, als ob ich von dort beobachtet werde. Ja, toll. Wunderbar. Weiter zur Kneipe. Huch! Die Tür der Kneipe ist fest verriegelt. Sally's Bar. Open 24/7. Schön. Eine hübsche Meerjungfrau. Verfallenes Haus, Hauptstraße, ansehen. Dieses Haus hat etwas Gespenstisches an sich. Woher kommt das Licht? Von innen. Ja, wir haben noch ein wenig Zeit. Schauen wir mal hier rein. Oh, wow. Irre ich mich oder ist das Geflüster im Hintergrund? Okay.
Ja, ihr könnt es ein Weilchen dauern, weil ich kenne mich ja noch nicht aus hier. Hier drinnen. Ein Buddha. Was brauche ich denn? Eieieiei. Mir geht die Düse. Leute, mir geht wirklich die Düse ein wenig. Ein Hamburger, ein Apfel. Ein Hotdog. Käse. Brauche ich irgendwas hier? Hä? Ah, Pizza. Perlenkette, Zahnrad. Oh, Zahnrad. Vielleicht kriegen wir von hier diese Zahnräder, die wir noch brauchen. Balance. Vogelschar. Und die ganze Vogelschar. Hahaha. Was ist das denn? Keine Ahnung. Banane. Ein Mikrofon. Da haben wir ein Mikrofon. Brauchen einen Handabdruck. Alter Falter, mir geht wirklich gerade... Also im Moment geht's, aber sobald ich wieder draußen bin, geht mir hier voll die Düse. Wo ist denn die Vogelschau? Ach da. Schön. Was kriegen wir? Ein Zahnrad. Ein eisernes Zahnrad, wahrscheinlich von irgendeiner kuriosen Vorrichtung. Würde mich nicht überraschen. Ich glaube eher, dass das von unserem Aufzug sein wird. Okay. Gut, ich bin jetzt mal ein wenig gemein und sage, ich mache hier mal einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe mal, ich werde das morgen oder so schaffen, nochmal ein wenig aufzunehmen. Wenn nicht, dann beschwert euch bitte nicht. Keine Sorge, es wird auf jeden Fall weitergeführt. Ich will ja auch wissen, was hier los ist. Jo, ne? Dann sage ich mal, ich gehe mal zurück zum Hauptmenü und dann zeige ich euch, was mit den Trophäen geschieht. Bis gleich. So, da leider sind wir im Hauptmenü und ich zeige euch mal kurz. Hier haben wir unsere Trophäen. Schaut mal, hier den, irgendwas mit Spürnase war das, glaube ich. Und hier das, was wir eben gekriegt haben. Und hier unten hängt noch was, ja. Wie ihr seht, das wird alles schön in unserem Auto so aufgestellt. Und dann können wir am Anfang sehen, das haben wir und das haben wir. Und dü. Und ja, ihr seht, 23.59 Uhr. Sehr schön. Jo, dann sage ich mal, jetzt wirklich bis zur nächsten Folge. Und bleibt dran, es bleibt wohl spannend. Tschüss.